Zölle, Sanktionen, die Fed und China werden auch in dieser Woche sehr, sehr wichtige Themen sein. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf den heutigen Handelstag und eben auch das, was in dieser Woche zu erwarten ist. Vielleicht können wir schon mal ein Grundmuster konstatieren, nämlich die Trump'sche Zollpolitik. Die hat er als Drohung, nämlich Zölle einzuführen, gegen Mexiko eingesetzt. Mexiko hat sich sofort bewegt. Er hatte dann die Zölle auf China erlassen. Das dürfte der, oder gegen chinesische Waren erlassen, das dürfte einer der Hauptgründe sein, warum die Fed jetzt bei der Juni-Sitzung gezuckt und geblinzelt hat und gesagt hat, okay, wir werden wahrscheinlich die Zinsen senken, in einen Zinssenkungszyklus eintreten, zumindest die Wahrscheinlichkeit von den Märkten als 100% gesehen, dass im Juli die Zinsen dann schon gesenkt werden. Mithin könnte also diese erfolgreiche Drohung, die Donald Trump öfter schon abgesetzt hat, dazu führen, dass er nun realisiert, aha, ich werde also immer wieder schön mit Zöllen drohen. Die Märkte werden das sowieso nicht so ernst nehmen. Die Aktienmärkte nämlich, die fallen vielleicht mal kurz, aber dann steigen sie wieder, weil ich dann gleich eine positive Botschaft wieder verkünden kann, dass die Zölle vielleicht doch nicht kommen. Das könnte das Muster jetzt sein, aber möglicherweise wird dieses Muster nicht funktionieren mit China. Denn China hat klar gesagt, ohne dass die Zölle abgeschafft werden, hier wie Hu Xixin erfahren hat und das, was Hu Xixin erfährt, tritt immer ein, zumindest so war es in der Vergangenheit, dass das also die Voraussetzung ist, dass diese Zölle wegfallen. Dann kann es einen Deal geben, aber nur dann dazu noch die Huawei-Frage. Also das wäre die Voraussetzungen. Inzwischen gibt es wieder Gespräche zwischen den USA und China in Vorbereitung auf den G20-Gipfel, der am Wochenende ja stattfindet. Apropos Wochenende, wir haben jetzt ja die Woche nach dem Juni-Verfall. Und da ist es so, dass der S&P 500 durchschnittlich in 87% der Fälle negativ ist und durchschnittlich 1,4% verliert, bevor dann möglicherweise der nächste Anlauf kommt auf die 3000er Marke im S&P 500. Wir haben heute noch Daten. Ich will Ihnen das hier kurz zeigen, wenn ich es finde. Nicht allzu viele, nämlich den IFO-Index um 10 Uhr. Das ist sicherlich eine wichtige Größe. Wir hatten ja jetzt Ende letzter Woche die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland mit einer leichten Erholung der Industrie immerhin. Schauen wir uns mal an, wie der IFO gelaufen ist. Und da sehen wir, dass es hier auch konstant nach unten geht seit dem Jahr 2018. Im Prinzip, wir hatten dann auch mal einen Hochpunkt im Sommer 2018. Aber seitdem geht es nach unten mit kleinen Ausreißern. Zuletzt waren wir bei 97,9. Mal sehen, wie die Zahl heute reinkommt. Insgesamt muss man konstatieren, dass die Erwartungen immer schlechter werden, jetzt was die Berichtssaison betrifft, vor allem die Berichtssaison jetzt schon im dritten Quartal. Wir stehen jetzt kurz vor der Berichtssaison im zweiten Quartal. Mithin sind wir jetzt also in der Blackout Period. Über 75% der US-Unternehmen können derzeit keine eigenen Aktien zurückkaufen. Aber wir sehen, dass vor allem der Tech-Sektor, Information Technology und Energy sehr, sehr schlecht erwartet werden. Nun könnte aber mit dem Ölpreisanstieg infolge der Auseinandersetzung zwischen den USA und Iran die Geschichte vielleicht nochmal interessant werden, auch für die Energy-Werte, für den Energiesektor. Denn es ist so, Trump hat ja angekündigt für heute noch schärfere Sanktionen gegen den Iran. Auf der anderen Seite haben Houthi-Rebellen Flughäfen in Süd-Saudi-Arabien angegriffen. Die Houthi-Rebellen, die ja sozusagen alliiert sind mit dem Iran. Das könnte also jetzt eine sehr heiße Geschichte werden, könnte geopolitische Risiken mit sich bringen, die dann einen weiteren Ölpreisanstieg praktisch nach sich ziehen würden. Und das wäre dann für die Märkte möglicherweise nicht so positiv. Wenn wir jetzt einen steigenden Ölpreis haben, dann haben wir eben auch eine tendenziell steigende Inflation und wir haben tendenziell ohnehin eine schlechtere Berichtssaison zu erwarten, während die Aktienkurse weiter steigen. Diese Differenz ist zu groß. Fed-Zinssenkung hin oder her, dieses Gap, diese Lücke wird immer weiter und das wird dann mit den Zahlen, mit der Realität nicht Schritt halten können. Wir haben heute schon, respektive gestern gehört, dass Daimler seine Gewinnprognose gekappt hat, allerdings vorwiegend wegen diesem Dieselgate-Skandal. Schauen wir uns die Situation an, wie hoch eigentlich die Rezessionsrisiken sind. Angesichts der Zinskurve 3 Monate und 10 Jahre bei US-Staatsanleihen und wir sehen, die Rezessionswahrscheinlichkeit war noch nie so hoch seit der Finanzkrise wie aktuell, tendenziell weiter steigend. Wir haben
Invertierung der Zinskurve, die schon teilweise Wochen, teilweise Monate lang hält, wie zum Beispiel bei der 3- und 5-jährigen US-Staatsanleihe, die sind schon über 100 Tage invertiert. Kommen wir zu den Charts, schauen wir uns mal an, was sich da tut. Was wir hier sehen, ist Öl, das wollte ich nicht. Ich wollte zunächst mal den S&P 500 zeigen. Wir haben leicht positiven Bias jetzt in Asien gehabt, nachdem es am Freitag in den USA so ein bisschen runtergegangen ist. Am Ende des Verfalls die US-Indizes alle negativ. Der Russell 2000 Nebenwerteindex sogar fast 1%. Viele sagen, untergewichten jetzt Nebenwerte, weil verschuldet, weil Ende des Zyklus, Rezession vor der Tür. Jedenfalls vielleicht die Hoffnung auf die Wiederaufnahme der Handelsgespräche oder Hoffnung auf einen Deal, der noch sehr, sehr weit weg ist, der die asiatischen Märkte hier beflügeln kann. S&P, wie gesagt, sieht es so aus. Dow Jones bei 26.741. Jetzt perlt so ein bisschen ab. Wie gesagt, die Performance, historisch gesehen, ist nicht wirklich gut in dieser Woche. Was haben wir noch? Wir haben den Nasdaq, der braucht uns nicht zu interessieren. Wir haben den Euro-Dollar bei 1,1376. Dollarschwäche auf breiter Front. Hat sich hier gezeigt. Wir haben Bitcoin jetzt am Wochenende über der 11.000er Marke gesehen. Wir sehen, dass Gold sich hält, sogar über der 1.400er Marke. Die Frage ist aber jetzt, ist da ein bisschen jetzt zu viel schon eingepreist? Wir sind deutlich überkauft beim Gold und wir könnten hier in einen Doppeltop so ein bisschen reinlaufen. Wir haben den Nasdaq schon gesehen. Ich wollte Ihnen auf jeden Fall den DAX noch zeigen. Da ist er bei 12.285 aktuell. Das sieht auch jetzt nicht mehr so super schön aus, was der Index macht. Nach diesem starken Aufschwung wird es auch in dieser Woche schwieriger. Die so ein bisschen hinorientiert sich auf den G20-Gipfel. Da werden wir sehen, was bei rauskommt. Jedenfalls dürfte die Wahrscheinlichkeit eher hoch sein, dass wir in dieser Woche erstmal ein Ausatmen der Märkte bekommen werden. Ich wünsche einen hoffentlich nicht allzu heißen Montag Ihnen, meine Damen und Herren, und sage ciao.